Sebastian, Glückwunsch. Vielen Dank. Wofür eigentlich? Er ist weg, aber er ist noch da. Er wurde verabschiedet, aber ist noch dabei. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorspiel. Wieder mal eine Woche rum, wieder mal eine Woche vorbei. Und bevor die nächste Woche kommt, beeilen wir uns schnell und schauen, was los war im Leipziger Sport. Und das mache ich nicht alleine, das mache ich mit Norman Landgraf. Oh, Applaus. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, hier im Studio 3, einfach Dienstagnachmittag zeichnen wir auf. Ihr könnt euch auch per PN melden, dann gibt es nochmal genauere Infos. Aber jetzt gibt es erstmal die Infos vom Leipziger Sport im Rückblick. So sehe ich es auch. Ja, und da starten wir gleich in das Fußballwochenende. War einiges los. Ja, auf jeden Fall. Und FUPA Sachsen hat wieder die Bilder festgehalten. Vielen Dank dafür und auch für die Ergebnisse. Denn in der Landesklasse oben an der Tabellenspitze wird es jetzt immer enger. Ja, während Tabellenführer Kolditz bei Blau-Weiß Leipzig nicht über ein 0-0 hinauskommt. Also Schwips, der Mann, der immer trifft, hat diesmal nicht getroffen. Ja, leider. Aber Schwipsi, du hast noch Chancen, um den Rekord zu knacken. Hat jetzt Liebert Wolkwitz verloren gegen Taucher, und zwar 5-0. Ja, da gab es einen lupenreinen Hattrick von Tom Dietrich. Der hat das 2-3 und 4-0 in der zweiten Halbzeit gemacht. Ja, und wir gehen zum Knallerspiel am 5. Mai, denn da trifft Kolditz in Taucher, ja, auf Taucher. Überraschenderweise. Ja, und da gucken wir mal, was bei rauskommt. Also das wird saisonentscheidend sein, denke ich. Ja, ich gehe hin. Kommst du mit? Bring was mit. Ich bring was mit. Gut. Die Landesliga ist nicht minder spannend, denn, ja gut, okay, Hohenstein-Ernsthal, die turnen da oben rum mit 6 Punkten Vorsprung vor Lößnig, ja, ist nicht so wild. Aber unten wird es sehr knapp, denn Zwenkau verliert 0-1 gegen Tabellennachbarn Glauchau. Ja. Und zu Hause. Ja, vor allen Dingen. Und Oltritsch kann nur einen Punkt beim 0-0 gegen Marc Ranstedt zu Hause holen. Ja. Damit bleibt Oltritsch Vorletzter. Ja. Und Marc Leberg tut den Oltritschern keinen Gefallen, denn die hatten 2 Elfmeter. Einen haben sie getroffen und einen nicht. Ja, also das ist natürlich nochmal blöd, wenn du schon 2 Elfmeter hast, dann musst du die verwandeln, wie wir es auch sehen. Dieser Druck. Ja, dieser Druck. Natürlich, aber auch gute Leistung von den Torhütern, das muss man sagen. Absolut. Ja? Und wir haben die Trainer im Interview. Ja, da gucken wir mal rein, was die gesagt haben. Am Ende ein 1-1, nicht ganz zufrieden damit. Aufgrund der ersten Halbzeit, lieber hätten wir einfach für uns entscheiden müssen durch 3-4 gute Möglichkeiten, bis zu 100% Chancen, kann man sagen. Da hätten wir das Spiel eigentlich für uns entscheiden müssen. Ich denke mal, Rapid wird mehr damit leben können als wir, aber wir sterben jetzt auch nicht dabei. Ja, aber heute ein Punkt der Moral. Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit, einem Rückstand von 1-0, sind wir ein bisschen laut geworden in der Kabine und haben dann nach der Halbzeit alles reingeworfen, was wir hatten, bis hin zu den 2 gelb-roten Karten, gekämpft und gebissen. Und das ist Abstiegskampf und insofern war der Punkt dann auch zu verdient. Nach dem 1-1, weil der Elfmeter nicht verwandelt wurde, ja, steht Chemnitz nur 3 Punkte vor Oltritsch. Absolut. Genauso wie Reichenbach mit 20 Punkten. Aber Chemnitz hat 1 Spiel Rückstand, wie wir sehen, und Reichenbach 2 Spiele Rückstand. Also trotzdem ist bis Glauchau, denke ich mal. Ja, wenn wir auf die Tabelle schauen, also ist bis Glauchau noch die Gefahrenzone ausgeweitet. Da kann die halbe Liga noch zittern. Ja, auf jeden Fall. Und das kann für Zwenkau und Oltritsch immer noch gut ausgehen. Kommen wir mal zur Regionalliga. Ja, da hat Heiko Scholz nämlich erklärt, dass Lok aufpassen muss, dass aus einer sehr guten nicht noch eine nur gute oder mittelmäßige Saison wird, wenn sie so weitermachen. Das haben sie auch bewiesen. Jetzt am Wochenende gegen Halberstadt 2-0 verloren. Okay, in Unterzahl. Aber unter der Woche gegen Meuselwitz voll besetzt auch nur ein 1-1. Also nicht so toll. Aber sie haben noch ein bisschen Zeit. Und es ist vielleicht auch schwer, wenn es um nichts mehr geht, sich da wirklich noch zu motivieren und alles zu geben, wie man es vielleicht täte, wenn es um was ginge. Ja, aber bei Ihnen geht es ja um den Profifußball, wo Sie unbedingt rein wollen. Da gibt es ja momentan auch im Vorstand so das ein oder andere an Gequengel, sage ich mal. Aber ich denke mal, die kriegen das in den Griff und die steigen ja nicht mehr ab. Ja, und aufsteigen können sie eben auch nicht. Deswegen einfach schön spielen könnte man ja noch für die Fans. Wer auch nicht absteigen sollte, ist Chemie Leipzig. Und da machen die alles richtig bisher. Die sammeln nämlich fleißig Punkt für Punkt. Der Gewinn zu Hause gegen den BRK. Alexander Buri traf in der 75. Minute zum 1-0. Zuletzt traf er ja dreimal den Pfosten. Alu-Allergie, wie wir vorhin gesagt haben. Gegen Altklinike, auch noch gegen Tabellennachbarn. Es ging dann 0-0 unter der Woche aus. Ja, Florian Schmidt macht mit dem 2-0 Endstand dann in der 80. Minute alles klar. Trotz bisher am meisten absolvierten Spiele, die wir hier in der Tabelle sehen, ist in den letzten 3 Spielen trotzdem noch ordentlich was drin, also heiter weiter. Na klar, Bautzen überholen, das ist ja sowieso möglich. Aber selbst Victoria Berlin ist noch eine Schlagweite. Aber was Jörg Augsburg zuletzt gesagt hat, hören wir nochmal.
Wir müssen Tore schießen und alle Spiele gewinnen. Ganz einfach. Genau, Tore schießen und gewinnen. Alexander Buri wechselt ja in der neuen Saison zum Chemnitzer FC. Ja, apropos Chemnitzer FC, da gibt es eine Stimme vom Wochenende vom Geschäftsführer und Hauptsponsor von Chemie Leipzig, nämlich Uwe Thomas, beschwerte sich über die Art und Weise, wie eben Chemnitz und Erfurt absteigen. Die sagen, ja, wir machen einfach mal Insolvenz und dann fangen unsere Regionalliga wieder an, sind schuldenfrei und andere Vereine, die vernünftig wirtschaften, die werden damit benachteiligt. Absolut. Und wenn man mal dran denkt, was sächsische oder Leipziger Vereine mit Insolvenz für Erfahrung haben, das sah ganz anders aus. Ja, als wenn ich an VfB denke, an Lok, an Chemie Leipzig, an Sachsen Leipzig. Also da bin ich also auch der Meinung, das ist nicht richtig. Und wenn ihr eine Meinung habt, dann postet sie doch bei uns im Heimspiel unten rein. Wir würden uns interessieren dafür, was ihr davon haltet. Ja, also läuft ja bisher super mit den Kommentaren bei uns. Sie sind immer voll. Vielleicht findet aber noch ein freies Plätzchen und dann rein damit mit den Worten. Ja, und was voll war am Wochenende in der Oberliga, nämlich die Tore. Da gab es ganz, ganz viele. Da hat es richtig geknallt beim Auswärtsspiel von Inter zum Beispiel. Ja. Die haben bei Lok Stendal gespielt und haben 4-0 gewonnen. Ja, die waren am Anfang noch in der Hinserie ein bisschen favorisiert, die Stendaler. Bernburg, die haben in Kandersieg zu Hause gegen Plauen gelandet. 6-0. Ja. Nach der 5-1 Heimpleite gegen Jena letzte Woche kann Eilenburg 1-1 gegen Bischofswerda spielen. Ja, also das haben sie natürlich erreicht. Und man sieht Bischofswerda, entweder lassen sie ein bisschen nach oder wie auch immer. Und wir hören mal die Trainerstimmen, ja, was die Trainer nach dem Spiel gesagt haben. Wir wollten natürlich gerne gewinnen, wir wollten den Vorsprung halten, aber es wäre indifferent gewesen. Insofern völlig gerecht unentschieden, wir müssen beim nächsten Spiel wieder von vorne anfangen. Riesenkompliment, sehr, sehr stolz auf die Antwort meiner Mannschaft und des gesamten Teams. Nach der letzten noch herben Niederlage zu Hause 1-5 ist es so charakterlich, hier beim Spitzenreiter dann so aufzutreten, so kompakt, ganz, ganz wenig zuzulassen. Eine großartige Leistung. Also bei Bischofswerda denke ich natürlich auch an Frauen. Du denkst immer an Frauen. Nein, ich meine in diesem Fall die RB-Frauen, denn die haben am Wochenende in Bischofswerda gespielt. Und gewonnen. Ja, lagen 2-0 zur Halbzeit zurück und haben dann doch noch ein 4-2 gemacht. Krass. Absolut. Und ich habe mal den Trainer abgefangen nach dem Training in einem dunklen Kämmerlein und mal gehört, was er zu sagen hat zu seinem Aus bei RB Leipzig und zur Situation bei ihm und RB Leipzig. Ja, da gucken wir doch mal. Im Seitenblick. Im Seitenblick. Sebastian. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt 4-2 gewonnen, nach 0-2 Rückstand gegen Bischofswerda. Was war los? Warum nicht gleich die Tore, sondern erst hinten raus? Ja, also da muss man auch dem Gegner ein Kompliment machen. Die haben ganz stark begonnen, mit sehr aggressiven Pressen gespielt. Wir haben uns da ein bisschen beeindrucken lassen, haben da zwei dumme Gegentore bekommen. Aber die Mannschaft hat danach sehr souverän gespielt, hat sich zurückgekämpft, hat viele gute Spielzüge dabei gehabt und ich glaube, insgesamt haben wir völlig verdient mit 4-2 gewonnen. Jetzt kommen ja noch zwei ganz interessante Spiele. Ihr spielt gegen den Tabellenersten Union Berlin und gegen den Tabellenletzten. Was ist da von der Psychologie her das schwierigere Spiel? Ja, also ich denke schon, dass dann trotz allem auch Union Berlin das schwere Spiel ist. Das wird auf jeden Fall ein Spiel sein, wo wir bis an unsere Grenzen gefordert sind. Und am letzten Spieltag in Belitz natürlich. Auch da darf man nicht überheblich sein, darf nicht denken, es läuft von alleine, aber ich glaube, da hat die Mannschaft schon in vielen Spielen bewiesen, dass sie keinen Gegner unterschätzt. Aber es ist Spargelzeit, Belitz ist eine Spargelstadt, das könnte dir vielleicht auch zugutekommen. Du hast dich verabschiedet, du wurdest verabschiedet am letzten Wochenende, weil dein Abschied naht, du hörst auf. Warum? Ja, also ich hatte zwei ganz tolle Jahre bei RB Leipzig, die ich nicht missen will. Und es fällt mir auch nicht leicht. Also ich habe mir die Entscheidung auch, ich habe sehr lange darüber nachgedacht und habe das für und wieder abgewogen, aber es ist bei mir leider aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich, zwei Dinge parallel mit 100% Energie zu machen. Und ich glaube, die Mädels haben auch verdient, dass ein Trainer immer da ist, zu jeder Tageszeit auch an die Mannschaft denkt und das konnte ich nicht mehr in der Form gewährleisten. Gut. Nun, was machst du dann nächste Saison? Also nachdem du aufgehört hast, was sind deine Pläne, Hoffnungen, Träume, Wünsche für die Zukunft? Ja, also ich glaube, es wird mir auf jeden Fall gut tun, auch wieder die Wochenenden selbstständig zu verplanen. Ich denke, da werden einige Ausflüge am Wochenende auch anstehen. Und ansonsten habe ich beispielsweise mir vorgenommen, Spanisch zu lernen. Oh, oui. Das ist Französisch, Martin. Gut, dann viel Spaß dabei. Wir werden sich sicherlich nochmal wiedersehen und das Spanisch testen. Und du bist ja auch, du hast ja jetzt Zeit, vielleicht kannst du uns ab und an mal noch einen kleinen Eindruck zur Regionalliga bei den Frauen geben. Sehr gerne, Martin. Es war mir wie immer eine große Freude. Mir auch und damit zurück zu uns. Die Wölfe haben
Ja, haben leider verloren. Und zwar mit 84 zu 86 in Oldenburg. Denkbar knapp. Mhm. Die haben zwar stark aufgeholt, 16 Punkte Rückstand haben sie nämlich noch, sind sie fast rangekommen, ja. Aber sie lagen viel weiter hinten, als am Ende das Ergebnis es vermuten lässt. Ist ja nicht schlimm, die bleiben 14. und von der Seite gesehen, drin ist drin. Drin ist drin übrigens auch der Ball im Korb der Uni-Riesen. Ja. Die und die sind auch drin in der Tabelle weiterhin, denn die haben nicht das entscheidende Spiel gegen favorisierte Chemnitzer Niners gewonnen. Drin in der Tabelle, ja. Ja. Die haben gesagt, wir haben heute alles gegeben und jeder kann stolz auf sich sein. Ich war mir zu 100% sicher, dass wir heute gewinnen werden. Wir haben uns den Sieg und den Klassenerhalt verdient. Das hat der Coach gesagt, Kostja Siegal, ja, beim 86-67 Auswärtssieg gegen die Favoriten. Und jetzt wiederholen wir es nochmal, 68-76 war nämlich der Auswärtssieg. Ne? Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, komisch geschrieben. Ja. Ja, die Frauen des MFBC Grimma, die gewinnen die deutsche Meisterschaft. Hammer. 5-4, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, auf jeden Fall, auch das Publikum applaudiert, genau. Das nickt zumindest. Ja, also das heißt, die Frauen sind nicht nur Pokalsieger, deutscher Pokalsieger, sondern auch tatsächlich deutscher Meister. Hammer, Sensation. Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir auch ein Interview von der Torschützin, die das entscheidende Tor geschossen hat. Da schauen wir rein. Ja. Anni, du hast im Finale um die deutsche Meisterschaft in der Verlängerung das entscheidende Siegtor geschossen. Wie hat sich der Moment für dich angefühlt? Das war ein wahnsinnsgeiler Moment. Ich habe 2006 schon mal das Siegtor schießen dürfen und das Ganze nochmal zu erleben ist einfach Wahnsinn. Biene, was sagst du als Kapitänin dazu, kurz vor Ende einen 4-2 Rückstand noch so schnell aufzuholen? Das ist beeindruckend. Ja. Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt. Für uns war Verlieren und Aufgeben nie eine Option. Wir waren bereit, alles zu geben und wir wissen, dass sich im Floorball innerhalb von kurzer Zeit vieles ändern kann. Und das haben wir durch Kampf und Teamgeist einfach bewiesen. Wahnsinn. Wie verlief der weitere Abend? Wir haben mit unseren Fans in der Halle und vor der Halle noch gemeinsam gefeiert. Und dann hat der Verein entschieden, dass wir noch ein bisschen Geld für unsere Feierlichkeiten bekommen. Und dann konnten wir alle einladen und gemeinsam den Abend verbringen. Wir haben lecker gegessen und getrunken und den Sieg wirklich ausgiebig gefeiert. Und Dani, jetzt die letzte Frage an dich. Wie fühlt es sich an, Trippelmeister zu sein? Unglaublich, das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Das erste Mal in der Vereinsgeschichte Trippelsieger zu sein, das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. Der SCDFK holt noch ein 20-20 in der letzten Sekunde, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, denn der Weber, der hat noch einen Elfmeter, Quatsch, einen 7-Meter reingemacht. Das ist nämlich beim Handball so, der war noch gegeben worden und dann musste der ausgeführt werden. Eigentlich war das Spiel ja schon vorbei, ne? Ja, aber wir haben das bei Freiburg ja auch schon gehabt mit diesem Foto, mit diesem, ne? Na gut, die mussten nochmal in die Kabine wieder raus. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Ja. Und gut für Leipzig, denn so gibt es einen Punkt statt keinem Punkt. Richtig, genau. Göppingen weint. Die Piranhas weinen leider auch, denn die haben 22-27 gegen, aber jetzt mittlerweile dem Drittligameister Glenheim gewonnen. Da kann man auch mal verlieren. Ja, die haben am Ende nochmal Gedder Nitta die Tabellenspitze streitig gemacht, sind deutscher Meister oder beziehungsweise Drittligameister. Und Leipzig steht jetzt auf Platz 4. Nein, die Markranstädter stehen auf Platz 4. Der HC Leipzig hat überragend gewonnen. Markranstädter sind für mich auch sowas wie Leipziger. Ja, haben überragend gewonnen oder gut gewonnen. 30-28 in Eddersheim und beenden damit mit einem hervorragenden 7. Platz. Also nach den Schwierigkeiten am Anfang der Saison muss man sagen, klasse. Absolut. Ja. Beste draus gemacht. Also Handball, krass. Volleyball ist das nächste Thema und da hat der GSVE, wofür steht eigentlich GSVE? Ja, irgendwas mit Gymnasialer und sowas, Sportverein. Superverein. Ja, genau. Delic und die sind leider auch wie die Leipziger Volleyball abgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Können aber wieder aufsteigen. Das ist das Gute an der Nachricht. Es hätte auch so nicht gereicht, sagte der Vereinspräsident Jörg Holz-Weißig, denn Karlsruhe nutzte den Matchball in Leipzig und gewann 3-1 gegen tapfer kämpfende Leipziger. Ja, genau. Und damit ist zwar der Wiederaufstieg zu 90% angepeilt, aber es gehen viele Spieler weg und die Frage ist, bleibt der Trainer da? Frank Pizonka, das wird die große Frage sein. Ja, kann ein Neuanfang mit ihm machen oder einen kompletten Neuanfang dann eben ohne ihn? Ja, es kommt auf den Kader an, so hat er es gesagt. Ah, okay. Ja, Rugby Leipzig, die haben leider auch wieder verloren, 31-17 beim Hamburger RC und da wird es nun immer enger. Jetzt ist erstmal Pause am Wochenende, da gibt es also auch nichts im Ausblick von dem Rugby. Ja, am 5.5. spielen sie gegen die Berlin Grizzlies, wer da noch erfahren. Genau, aber auch die AFC Leipzig Lions. Ja, die sind ja wieder eingestiegen in die Regionalliga. Haben das erste Spiel verloren mit 6, aber knapp, 6-30. Ja, gegen die Spandauer Bulldogs. Und da haben wir auch noch ein paar Bilder. Und wir hatten einen Gameplan gehabt. In der Defense ist das wunderbar aufgegangen. In der Offense hatten wir noch ein bisschen Sattel getrieben, aber ich denke, alles in allem ist ganz gut gelaufen. In der zweiten Halbzeit haben sie uns müde gelaufen, weil wir dann offensetechnisch auch ein bisschen was noch ausprobiert haben. Wir haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal Vollgas, müssen wir ja gehen, wir müssen Punkte machen.
Und am Ende des Tages waren es die Fehler, die entschieden haben, aber wir können aufbauen. Wir können da voll drauf aufbauen. Und natürlich ist es schwer, aber wenn es einfach wäre, dann wären wir auch die Leipzig Lions, oder? Gerannt wurde am Sonntag nicht nur auf Sportplätzen, sondern auch mitten in der Stadt. Ja, beim 42. Marathon, beim 42. Leipziger Marathon. Ich war dabei. Ich auch, ich stand im Stau. Ja, ich wollte raus aus Leipzig und dann wieder rein und beides das ging nicht. Das war der Wahnsinn. Ich hatte mich am Tag vertan, aber der Sieger war Gabriel Sveda aus Slowenien. Er überquerte nach 2 Stunden 35 Minuten und 23 Sekunden die Ziellinie. Juliane Meyer war die Frau, die schnellste war, ja. Und zwar mit 3 Stunden 9 Minuten und 40 Sekunden. Es waren über 9000 Starter aus 70 Ländern dabei. Das ist ein neuer Rekord. Ja. Und auch rekordverdächtige Bilder von Jan Käfer haben wir bekommen. Vielen Dank dafür. Na klar, vielen Dank, lieber Pressekäfer. Danke für die Bilder. Er hat uns nämlich auch nicht nur die Bilder für den Marathon gesendet, sondern auch, es gab noch ein bisschen was Spitzes am Wochenende, nämlich die deutsche Meisterschaft im Degenfechten. Eieiei. Ja, und da haben natürlich auch... In der Arena war es. Ah ja, genau. Und da hat die Tauberbischofsheimer Beate Christmann die deutschen Meistertitel geholt im Einzel und Niklas Multerer den deutschen Meister vom Heidenheimer SB. Bei den Mannschaften wurde Bayer Leverkusen bei den Frauen und der SC Teubersbischofsheim bei den Männern deutscher Meister. Ja, genau. Teubersbischofsheim ist ja bekannt für gutes Fechten und ja. Aber die Leipziger, die schafften ganz gute Plätze, nämlich das Frauenteam hat den 5. Platz von 13 belegt und die Männer den 14. Platz von 20 Mannschaften. Glückwunsch dafür. Ja. Und da kommen wir doch mal zum Ausblick. Du, ist eigentlich heute wieder eine ganz schön lange Sendung geworden. Wird's immer sein, Norman. Es ist aber so, wenn ihr sagt, uns interessiert eigentlich nur eine kleine Sache, Handball zum Beispiel nur oder Fußball oder wie auch immer, der Rest interessiert mich gar nicht, kann man ja vorspielen. Wir blenden ja auch in den Kommentaren immer noch ein, in der Beschreibung des Videos, wo, wann, was ist. Und wer sich alles anschauen will, umso besser, dann ist er informiert, denn wir haben alle Infos zum Leipziger Sport. Deswegen Vorspiel. Übrigens ein kurzes Vorspiel für uns. Am 30. April gibt es wieder eine Live-Sendung. Oh, ja, live! Ja, live! Ja, und da könnt ihr dabei sein und es werden wieder tolle Gäste. Und vor allen Dingen auch Preise zu gewinnen sein. Das ist toll. Da kommen wir mal zum SCDFK, denn die spielen bereits am Donnerstag gegen den DHW Kiel um 19 Uhr in der Arena. Das wird sicher ein klasse Spiel. Absolut. Hm. Basketball, die Wölfe. Ja, die Wölfe. Ich mach nochmal. Die spielen. Die Wölfe. Nein, ich mach nochmal. Die Wölfe. Die spielen am Freitag bereits schon gegen Medi Bayreuth. 19 Uhr geht's los. Mhm. Und beim Fußball geht's auch am Wochenende wieder los. Und auch da wieder danke für die Unterstützung von FUBA Sachsen. Bei den rot unterlegten Partien, die ihr seht, da könnt ihr, die sind schon reserviert für Sticker. Das heißt, wenn ihr live stickern wollt für eure Mannschaften und das im Prinzip den anderen zeigen wollt, wie es steht, dann solltet ihr euch anmelden unter www.fuba.net. Das ist aber nett. Ja, das ist sehr nett. Ja, Marc Leberg muss in der Sachsenliga nach Pirna. Und Zwenkau muss nach Lösnig. Den Überraschungsaufsteiger, Lösnig, ja. Die derzeit auf dem zweiten Platz thronen. Ja, und ein wohl richtungsweisendes Spiel gibt es für Lipse Oltritsch, die zum Tabellennachbarn nach Chemnitz müssen. Auch hier muss wieder ein Sieg her, ja. Aber wenn nicht, dann stimmt. In der Landesklasse, da muss am Samstag Blau-Weiß nach Schildau. Der Rote Stern nach Bad Lausick. Und Taura nach Döbeln. Und am Sonntag spielt Kolditz gegen Delitzsch. Ja, spannende Partien. Mal gucken, wie es mit den Punkten wird. Eilenburg bekommt es am Samstag in der Oberliga mit Rudolstadt zu tun. Mhm, gute Mannschaft in der Rückrunde. Sehr gute Position momentan. Und Inter hat eine schwere Aufgabe gegen wiedererstarkte Grischauer aus der Lausitz. Das Hinspiel stand ja auch zeitweise auf der Kippe, aber jetzt geht es eben ums Rückspiel. Ja, 2-0 Rückstand, aufgeholt auf 3-2. Ja, Chemie fährt am Samstag noch Neugersdorf. Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Absolut, ja. Und da ist alles auch möglich. Ich meine, Neugersdorf, an welcher Platz? Naja, die sind 2 Plätze vor denen, ein bisschen Rückstand noch mit Spielen. Aber sich rankämpfen. Auf jeden Fall. Und die Lokscher trifft im Traditions-DL auf den BFC Dynamo. Da gehst du hin. Mal gucken. Ich gehe hin. In diesem Sinne... Bleibt sportlich. Danke.